ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Hallöchen! Ich bewundere den Djinn. Ja, ich habe irgendwie jedoch die Ahnung, dass der vielleicht nicht ganz so nett sein könnte. Djinns haben sowieso... Die haben ihre ganz eigenen Zauberkräfte. Aber normalerweise muss man seinen Wunsch schon sehr genau formulieren. Ja, deshalb, die sind ziemlich hinterlistig. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er uns hintergehen will. Tja, das wissen wir noch nicht. Er hat es schon erwähnt. Falls unsere Bemühungen nicht amüsieren, und das Falls hat er so richtig schön betont, dann wird er uns auch nicht helfen. Und ich sterbe gerade. Shit, ja, ich wollte gerade einen Heiltrank nehmen. Ich verlebe mich mal in der Stadt wieder. Laufen. Das Monster ist aber, sieht aber auch richtig schön stark und groß aus. Was? Unsere Wächterin, was hat er dich auch getötet? Nee, aber... Was macht er denn hier? Der stellt auf einmal so Steinsäulen. Das klingt irgendwie nicht gut, wenn er Steinsäulen aufstellt. Wieso habe ich einen unverteilten Fähigkeitspunkt? Habe ich 2 bekommen? Egal, da kümmere ich mich jetzt gleich mal drum. So, ab mit dem Schattenlinggeschoss. Hey, wieso liegt hier überall Gold herum? Na gut, meine Skeletthorde hält ihn gut in Schach. Das heißt, ich kann die ganze Zeit drauf feuern. Das ist gut. Ich bin gerade noch auf dem Weg zurück. Und habe noch einen riesigen Heiltrank mitgenommen. Und dem hatte ich einen merkwürdigen Grafik-Glitch. Schon wieder. Irgendwas ist hier gerade komisch. Laufe ich überhaupt gerade richtig? Ich habe keine Ahnung. Doch, es muss richtig sein. Ja, da hinten ist der Stern. Mach ganz schön große Schritte, fällt mir gerade mal auf. Bestimmt 1 Meter zwischen jedem Schritt. Ja, dann können wir die Meter zählen, die hier wir zurücklegen. Oder sind es Yards? Ich weiß gerade nicht, ist Torchlight 2, ist das ein deutsches Spiel oder ein amerikanisches? Puh, da fragst mich was. Das müsste ich mal nachforschen. Ja gut, aber es gibt ja nicht nur deutsche und amerikanische, es gibt ja auch noch andere. Ja, klar, aber ich glaube, das war eins von Deutschland oder aus Amerika. Ich glaube, es war nicht aus einem anderen europäischen Land. Ein gutes Beispiel für andere europäische Länder ist der Witcher, der aus Polen stammt. Na komm, es lädt sich einfach nicht. Klappt es mit dem Kampf? Ist der riesige Fels noch da? Nee, der liegt bereits tot hier. Das ist wirklich ein großes Gebiet. Ich merk's gerade. Na, komm ich endlich mal an. Ja, hier sieht man keinen Ladebalken Torchlight 2. Das kann ich ihm ankreiden, so schön es sonst auch ist. Aber es wäre schön, den Ladebalken zu sehen, um zu wissen, wie weit man bereits das Gebiet geladen hat. Weil Ladebalken nicht immer sehr, sehr zuverlässig sind. Das stimmt leider auch. Na, Erfahrung nach. Dann dauern die letzten 2% genauso lange wie der vorherige Balken komplett. Ja. War vor allem immer sehr gut bei den Sims zu sehen. Ja gut, bei den Sims haben sie aber auch den Ladebalken wieder amüsant gestaltet. Von ja, das stimmt. Gerüchte werden verbreitet. Das hat mir richtig Spaß gemacht, den zu lesen. Aber irgendwann konnte man das auswendig, vor allem wenn man so viel Sims gespielt hat wie ich. Und da habe ich mir wieder ein Buch zu lesen geschnappt, bis der Ladebalken vorbei war. Denn das hat ja ewig gedauert, Sims 2, bis sich das hochgefahren hat. Weil man aber viele Add-ons und viel benutzerdefinierten Inhalt drin hatte. Sims 2 habe ich gar nicht so viel gespielt, das meiste. Sims 1 habe ich viel gespielt und Sims 3. Sims 3 habe ich jetzt irgendwie total vernachlässigt. Jetzt kommt bald der vierte Teil raus. Den will ich mir mal wieder schnappen. Oh nee, für mich ist das glaube ich nicht so. Es macht halt Spaß, wenn man das mit Kumpel zusammenspielt und dann da ein bisschen Scheiße baut mit den Sims sozusagen. Ich muss zugeben, es ist ein Frauenspiel. Ja. Die meisten Spieler von Sims sind eher Frauen. Es gibt aber auch... Na, komm ich endlich mal an, du hast dich hier nicht aufgehangen, oder? Es gibt aber auch Männer, die halt gern Sims spielen, indem sie einfach die Häuser bauen. Ja, genau, daran hatte ich auch am meisten Spaß gehabt, ein Einkaufscenter oder sowas zu entwickeln, in die die Sims dann später reingehen können. Genau. Da frage ich mich wirklich, ob das Spiel abgesoffen ist. Ich würde es schon bald vermuten, aber ich weiß es nicht sicher. Ich kann es nicht
beschwören und willst nicht beschwören und so weiter. Ich weiß halt nicht, was die X-Tovi macht, wenn ich hier jetzt rausgehe. Ah, endlich bin ich da. Aber ich glaube, wenn man von der X-Tovi das Fenster wechselt, dann passiert ja die Aufnahme. Okay. Ich müsste es mal das herausfinden. Den Schiffsfriedhof betreten. Verlasse den Schiffsfriedhof. Gut. Hier irgendwo waren die Estruier, die mich vorhin angegriffen haben. Ich glaube, wir haben gerade Nacht und es ist ganz schön dunkel geworden. Bei mir ist es doch Helltag. Da sind die Estruier, die mich vorhin angegriffen haben. Es ist gerade saumäßig dunkel. Bei mir ist immer noch heller Tag. Ganz seltsam. So. Gleich bin ich hier. Nehmen wir bestimmt 5 Minuten geladen hat. Ja. So, endlich. Wunderbar. Der riesige Fels. An was erinnert er uns? An die Trolle aus der Scheibenwelt. Oh, ich habe hier irgendwie irgendwas ausgelöst. Du stehst bei mir einfach nur herum. Nee, hier oben. Spiel ist doch nicht wirklich jetzt abgesoffen, oder? Wo stehst du denn gerade? Du stehst bei mir immer noch neben dem Klotz. Ich stehe hier weiter oben und kämpfe gerade gegen die Wächter der Königin. Was? Du läufst auch für mich noch hin und her und so. Du standest gerade genau neben einem der Mobs. Also ich habe hier keinen. Wahrscheinlich ist das nur für dich ausgelöst worden. Siehst du mich nicht hier gerade kämpfen und Nein, so? Nein, du stehst hier einfach nur herum. Ich beschwöre jetzt mal die Kugel gerade. Und meine Feuersäulen. Bei mir stehst du wirklich einfach nur herum. Okay, jetzt ist glaube ich gerade ein bisschen buggy. Ja, ich hatte es deswegen so lange gebraucht zum Laden. Ich glaube, dann disconnecte doch mal kurz und connecte einfach nochmal neu. Ja. So, speichern. Enden. So, weiter. Internet. LPT. Beitreten. Verbindung zum Haus. So, jetzt lädt er wieder mal die Salzhöhle. Huch, jetzt bin ich wieder. Ach ja. Das war gerade schon für die eine Quest das erste. Verdammt, ich bin versehentlich in die Knochenwüste gelaufen. Noch mehr Ladebildschirm, yay. Ja. Das ist ja für deine Zuschauer heute die absolut spannendste Folge ever. Ich glaube, sie muss der Ladebildschirm heißen. Also zurück nach Isru hier. So, jetzt aber zurück in die Salzöde. Oder haben wir irgendwo ein Wegpunktportal aufgemacht? Nö. Glaube ich noch nicht. Na, dann laufe ich zurück zu Fuß. Jetzt habe ich wieder den Ladebildschirm mit den Geisterbäumen. Das leere Viertel. Wieso sieht die Grafik schon wieder so komisch? Oh, hier liegt noch ein riesiger Heiltrank rum. Den nehme ich doch gerne mit. In der Zeit angel ich mal ein bisschen. Viel Spaß beim Angeln. Jetzt fällt mir leider kein Thema ein, über das wir reden könnten. In einem vielversprechenden Angelloch. Außer über das Fischen in Videospielen. Das hat ja auch irgendwie so eine Tradition. Das was? Das Fischen in Videospielen. Das Fischen, ja. Ja, mein Mann ruft's gerade. Zelda. Zelda konnte schon sehr viel fischen. Da gibt's oft einen Fischteich. Aber nicht in jedem. Man konnte zum Beispiel im Link to the Past ging's nicht. Man konnte allerdings, glaube ich, einen Fisch in der Flasche mit sich führen oder sowas nicht. Ich glaube, man konnte ihn herumtragen. Link's Awakening ging's. In Ocarina of Time gab's einen Fischteich. Da konnte man auch einen geheimen Köder finden. Das weiß ich noch ganz genau. Und auch in Twilight Princess gibt es einen Fischteich und ja, da kann man ja sogar eine ganze Fischsammlung machen. Einmal jeden Fisch fangen und dann geht es ja auch darum, dass du möglichst großen kriegst und so weiter. Und einmal den Hyrolbarsch kriegst, damit du dann nochmal irgendwie irgendwas Besonderes genau. kriegst. Online-Rollenspiele haben Fischen oft als Beruf. Hat Runes of Magic und EverQuest, die du spielst, haben die auch Fischen? EverQuest ja, Runes of Magic nein. Oh, Runes of Magic kann man nicht angeln, das wundert mich jetzt ein bisschen. In World of Warcraft konnte man es tun. Ziemlich langweiliger Beruf. Also für ein paar Quests kannst du vielleicht mal ein bisschen, warte mal, was? Bogenschützen Stachelzahn Zauberstab. Was ist denn das für ein verrückter Name? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt.
Irgendwas, wo ich noch Fischen herkenne, das ist die Harvest Moon-Reihe, diese schönen Farm-Simulationen, die es für verschiedene Konsolen gibt. Ich habe Harvest Moon auf dem Gamecube gespielt und auch für Wii. Ah, ja, da kennst du sicher auch, dass man da fischen kann. Das mit dem Fischen wird immer weiter verbessert in Harvest Moon. Auf der Wii kann man ganz viele verschiedene verrückte Fische fangen. Zum Beispiel habe ich mal einen Hai gefangen, aber auf einem der Wii-Teile. Das sah schon komisch aus, dass meine kleine Farmerin so einen riesigen Hai in der Hand gehalten hat und sich darüber gefreut hat. Mir fällt auch ein Animal Crossing, kannst du auch fischen. Stimmt. Aber da fand ich es nicht so leicht. Da musst du ständig die Angel neu positionieren, bis man eine anbeißt. Mhm. Dauert's wieder. Das muss wirklich der Ladebildschirm heißen. Oh, in der Zeit habe ich das Angelloch schon leer gefischt. Ja. Dann fällt mir noch ein Spiel ein, wo man aktiv angeln kann. Das sind halt meistens eher so Spiele, wo es ein bisschen ruhiger dann wird. Also so Ego-Shootern habe ich noch nie gesehen, dass man fischt. Angelsimulator. Oh ja, River King zum Beispiel. Es ist ein ziemlich altes Game Boy Color-Spiel, aber da ging es ums Angeln. Nee, es ist doch tatsächlich auch ein Spiel, welches halt jetzt mit der ganzen Simulatorenwelle aufgetaucht ist. Es ist halt wirklich nur ein Angelsimulator. Ist der wie zum Beispiel bei Landwirtschaftssimulator nur mit Angeln? Genau, du setzt dich hin, wirfst deine Angel aus und sitzt dann da und wartest, bis ein Fisch anbeißt. Und die Simulatoren sind ja recht beliebt. Und das kann auch mal ein paar Stündchen dauern, bis dann ein Fisch anbeißt. Naja, da kann ich auch richtig angeln gehen, dann habe ich auch noch was zum Abendessen. Da muss aber dann irgendwann erstmal einen Angelschein machen, ne? Ja, das stimmt. Aber wir haben eh keinen Fluss hier in der Nähe. Und auch kein Meer. Ich wohne nicht am Meer, ich wohne in Hessen. NRW bzw. Niedersachsen. An der Grenze oder was? Nö. Oder hast du zwei Wohnsitze? Genau, mal dort, mal dort. Für Uni halt in Niedersachsen und ansonsten in NRW. Ja, verstehe. Also NRW gebürtig aufgewachsen und so und jetzt quasi in Niedersachsen. Ach du meine Güte, der Ladebildschirm will und will nicht verschwinden. Ja, also ich bin in meinem Leben ein paar Mal umgezogen. Geboren wurde ich in Hessen. Dann sind wir nach Rheinland-Pfalz gezogen, nach Mainz, um genau zu sein, wo ich jetzt auch arbeite. Dann ging es kurz nach NRW, dann sind wir wieder nach Rheinland-Pfalz gezogen. Und da bin ich lange geblieben, bis ich wieder nach Hessen gezogen bin. Also pendelst du dann immer. Na, jetzt will ich aber in Hessen bleiben. Es sei denn, mein Mann bekommt irgendwann mal einen Job in Hamburg. Nach Hamburg würde ich sofort ziehen. Hamburg ist eine fantastische Stadt. War ich jetzt letztes Wochenende. Und Hamburg ist fantastisch, oder? Ja, das war ich zum zweiten Mal, also von daher, ja. Ich habe damals einen Wunsch, auf jeden Fall nochmal wieder nach Hamburg zu gehen. Und da hat sich das halt ziemlich gut angeboten, dass einer Kommilitonen ganz in der Nähe von Hamburg wohnt. Na dann? Und uns dann eingeladen hat. Eure Uni muss ziemlich berühmt sein, wenn die Leute von so weit weg kommen, um dahin zu gehen. Ja. Aber ist halt, ich sag mal, eher ein Geheimtipp für den Studiengang, den wir machen. Maschinenbau, oder? Genau. Also ich kenne mich mit Unis ja nicht so aus. In Mainz gibt es auch eine Uni. Die meisten verbinden mit Maschinenbau eher Aachen als die Uni, an die ich gehe. Aber das ist halt auch nur wirklich, und ich sag mal im Allgemeinen so bekannt. Tatsächlich, wenn man in die speziellen Bereiche geht, wie zum Beispiel auch in der Industrie oder so, also die Leute, die auch wirklich dann mit Maschinenbauern zu tun haben, die kennen dann eher... erkennen Aachen genauso gut wie die Uni, auf die ich gehe. Das ist ganz interessant. Also Mainz zum Beispiel ist eher für seine Uniklinik bekannt. Also Medizinstudenten gibt es da eine ganze Menge. Aber man kann da auch Jura studieren oder Chemie, also Naturwissenschaften gibt es eine Menge. Ob es da jetzt auch IT gibt, glaube ich eher nicht. Die nächste IT-Uni dürfte sich in Darmstadt befinden. Maschinenbau hat ja jetzt nicht so viel mit IT zu tun. Ne? War jetzt nur so ein Beispiel. Achso. Weil ich glaube, Maschinenbau gibt es meins auch nicht. Aber die nächste Maschinenbau-Uni hier in Hessen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so aus. Ich bin nie auf eine Uni gegangen. Na gut, aus Hessen kommen bei uns auch drei meiner Kommilitonen fürs Studium. Ach, haben sie gesagt, also, aus welchen Orten sie kommen? Ja. Zwei kommen direkt aus Niedersachsen, einer halt aus dem Bereich Hamburg, drei aus Hessen. Ich meine, aus welchen Orten von Hessen? Der eine kommt aus Gießen. Okay, das ist weiter weg von mir. Und die anderen beiden habe ich jetzt gar nicht im Zugang im Kopf. Ich meine, der bekannteste Ort in Hessen dürfte ja Frankfurt am Main sein.
Ja. Da war ich auch schon ein paar Mal. Aber da fahre Aber ich ich mit dem meine, Zug hin. wenn die von Frankfurt kämen, dann hätte ich das auch noch im Kopf gehabt. Das Ja, waren klar. schon etwas Unbekanntes. Ich glaube, die kommen aus so einem kleinen Dörfchen. Ja, wahrscheinlich sowas wie ich. Obwohl Bosgero nicht gerade das Unbekannteste ist. Was ist eher eine Kleinstadt, die ist eher bekannt, weil die Verkehrsanbindung so fantastisch ist. Ah, okay. Ja, wir haben mehrere Autobahnen in der Nähe. Und die Zuglinien nach Mainz und nach Frankfurt und nach Darmstadt. Oh. Ich hänge immer noch im Ladebildschirm. Die Es hat ja vorhin auch schon so ewig gedauert. Okay. Ich sehe auch so eine nackte Frauenstatue die ganze Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch in der Folge? 4 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt so 10 Minuten in deinem Ladebildschirm verbracht, ne? Ja, so ungefähr. Wenigstens sind uns ein paar Sachen zum Reden dabei eingefallen. Ja, sonst wäre es auch eine ziemlich einseitige Folge gewesen. Ja. Also ich meine, ich laufe hier jetzt noch irgendwie bescheuert die ganze Zeit im Kreis herum und zeige zumindest ein paar unterschiedliche Bilder, aber die Zuschauer dürfen nur den Ladebildschirm betrachten. Das tut mir auch wirklich leid, dass das gerade so Probleme gibt, aber das Spiel hat irgendwie voll rumgepackt. Ja, beenden wir gleich einfach die Aufnahmesession, dann wird es in der nächsten Aufnahmesession besser. Ja, hoffen wir doch. Na Ups. komm, lass mich doch mal rein. Ich bin gerade aus Versehen Stufe 30 geworden. Hast du noch irgendwas getötet? Ja, ich Ja, bist ja eh. bin ein Stückchen zu weit gelaufen, hab dann ein paar Monster erwischt. Naja, bist ja eh weit unter mir. Ja, das weit kann man gut betonen. Wenn ihr eine Stufe aufsteigt, vergesst nicht alle erhaltenen Punkte zu verteilen. Das steht ja schon die ganze Zeit. Attributwerte eures Ja. Charakters zu erhöhen. Dadurch stellt der Mensch Schaden aus und seine Verteidigung verbessert sich. Ja, das vergesse ich zu oft. Danke für diesen Tipp. Ja, vielleicht will damit das Spiel dir einen Wink mit dem Zaunfall geben, dass du das jetzt wirklich lange liest, um es auch wirklich zu verinnerlichen. Ich versuch's. Aber ansonsten, ich höre schon die ganze Zeit, die Musik hat sich, glaube ich, schon einmal wiederholt. Ich meine, das ist schöne Musik hier. Das ist, sage ich mal, Kompliment an den Komponisten von dem Spiel. Richtig schön atmosphärisch, die passt richtig gut zu den Gebieten. Da fällt mir gerade ein, wie lange haben wir noch Zeit? Ob wir Jetzt das nächste Thema.2 Minuten und 20 Sekunden. Okay, dann schneide ich noch schnell das nächste Thema an. Spielemusik nämlich. Ja? Ich find Spielemusik machen, glaube ich, im Grunde das ganze Spiel aus. Ein richtig gutes Spiel, beziehungsweise eine richtig gute Musik, weckt eigentlich immer die Lust auf das Spiel wieder. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von Mystic Quest Legend, beziehungsweise Final Fantasy Mystic Quest, ja, die Musik des Kampfes hören würde, dann hätte ich sofort wieder Lust, das Spiel rauszukramen und sofort loszuspielen. Ich liebe den Um mal ein Beispiel Fokusturm zu aus nennen. diesem Spiel. Der Fokusturm hat eine fantastische Musik. Nee, ich finde diese Kampfmusik einfach genial. Ja, die ist auch nicht schlecht. Da könnte man sich manchmal vor, dass hier jemand mit der E-Gitarre spielen könnte. Ja, genau. Ja, und ja, immer wenn ich diese Musik höre, bekomme ich sofort Lust auf das Spiel. Und wenn dieser Effekt eintritt, dann hat die Musik ihren Zweck erfüllt und es ist eine richtig, richtig gute Musik in dem Spiel. Ähnlich ist das auch bei Runes of Magic bei den Titelscreen-Melodien oder bei EverQuest 2 bei der Titelscreen-Melodie. Wenn ich diese Musik immer höre, sofort Lust auf das Spiel. Am liebsten würde ich mich sofort von Rechner setzen und das Spiel einfach losspielen. Und ja, deshalb, ich kann mir die Musik aus Spielen überhaupt nicht wegdenken. Ich Überhaupt brauche nicht. auch gute Musik in Spielen. Vor allem bei Bosskämpfen möchte ich eine gute Musik haben. Da kann ich mal wieder die Metroid Prime-Reihe bringen. Die Kostkämpfe da, die sind wirklich schwierig. Aber die haben Sitze mit so geiler Musik unterlegt, dass man sich auf jeden neuen Versuch freut, wenn man sich vertan hat. Das ist dann nicht nur, nee, ich muss den Boss nochmal machen, sondern ja, ich kann die Musik nochmal hören. Das ist ja geil. Also, wenn man das Spiel dann quasi spielt, um die Bossmusik zu hören. Oh ja, weil jeder Boss hat also eigentlich seine eigene Musik, bis auf die Mini-Bosse, also die Hauptbosse, haben jeder seinen eigenen Track bekommen und das ist so super passend. Okay. Ich freue mich schon darauf, davon mal ein Let's Play zu machen. Ja, von einem Metroid hast du doch schon mal ein Let's Play gemacht, Ja, oder? was war mit Void Fusion? Das hat auch schöne Bosskampfmelodien, muss ich sagen. So, es laufen jetzt gerade 15 Sekunden runter. Okay, dann würde ich sagen, Wir müssen den Part sprechen im wir mal. Ladescreen beenden. Klappt irgendwie Ja. gerade hier nicht. Okay, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir wünschen euch alles Gute, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, dann drücke ich speichern und beenden dann auch, oder?
Irgendwie wird gerade mein DMX Tobi gar nicht angezeigt. Auf mich hat er die ganze Folge jetzt aufgenommen. Oh. Es ist total abgesoffen. Na, ich habe da auf Steuerung Alt und. Halt. Steuerung Alt entfernen. Task Manager. Ja, Torchlight 2 ist abgesoffen. Solange die Aufnahme nicht komplett abgesoffen ist, oder zumindest noch bei den Zeiten ein schwarzer Bildschirm.